wir brauchen wirklich große Veränderungen, einen großen Wurf und müssen auch, also was Nachhaltigkeit anbelangt, es kann nicht der schnelle Euro das Ziel sein oder da, wo man vermeintlich billiger ist. Es müssen alle Kosten mit einberechnet werden, auch die Folgekosten. Und da brauchen wir einfach ein anderes System, also was über den Tellerrand schaut und die Kosten sichtbar macht und auch, naja, real dann abfedert. Ja? Also wo tauchen sie auf, die Kosten? Und die tauchen nämlich sehr oft nicht in Deutschland auf, sondern in verschmutzten Meeren, in Abholzungen und so weiter. Und das ist aber was, was auch noch nicht in den Köpfen ist. Ja? Also wo wir sehr viel Mühe haben werden, das durchzusetzen. Ich bin mir sicher, dass wir es durchsetzen können, dass wir so eine Netto-Null-Strategie auch fahren. Aber plötzlich Öko geht nicht. Es fällt einem nicht in Schoß, sondern man muss wirklich was machen. Man muss echte Veränderungen angehen, um auch nachhaltig Verbesserungen oder Veränderungen zu schaffen. Und da sind wir, und gut, dass es uns gibt, da locken wir die anderen Parteien, glaube ich, schon ein bisschen aus der Reserve. Also meine Vision ist eigentlich schon, ich habe entsprechend den Antrag auch gestellt, dass wir schauen, was steht denn Nürnberg überhaupt zu an CO2-Verbrauch noch, in Anführungsstrichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Was ist da unser Job, was dürfen wir noch ausgeben? Und das nennt man Restbudget, kennt er wahrscheinlich, was wir noch haben. Und das hätte ich gern runtergebrochen, wenn wir dieses Jahr das verbrauchen, dann bleibt das und das. Und dann ist irgendwann mal aus und dann müssen wir klimaneutral sein. Das ist eine ganz ehrliche Geschichte, finde ich. Und diese Prozente, 40% Reduktion bis dahin, 50% bis dahin, das streut sehr, sehr viel Sand in die Augen. Und das steht uns auch nicht zu, sozusagen von unserem hohen Verbrauch, den sehr hohen Verbrauch, den wir mal hatten, den zu nehmen und das als Messlatte zu nehmen für eine Reduktion. Das finde ich nicht fair. Also auch wenn man das global sieht, ist es nicht fair. Von daher ist das mit dem Restbudget, finde ich, ganz gut. Da die anderen Parteien haben sich nicht darauf eingelassen. Es wird von unserer Umweltreferentin hoffentlich sehr bald trotzdem so ein Vorschlag kommen, dass wir da umstellen. Und das ist zum Beispiel eine Vision, das wirklich ehrlich und fair zu machen, transparent zu machen, was steht uns zu. Und das runterzurechnen, und das ist unser Maßstab, wissenschaftlich basierend. So viel können wir uns leisten, anhand pro Kopf oder wie auch immer das errechnet wird. Und das wird auch nie ganz genau sein, ja? Aber es ist zumindest mal eine Messlatte, die transparent ist.